Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu diesem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Wir sind heute in Bad Kreuznach im Clever Fit vor Ort. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie man so einen richtig brutalen Rücken, insbesondere eine richtig starke Rückendichte mit Traps und Rhomboiden aufbaut, wie man die Maschinen zu nutzen hat und welche Alternativübungen es gibt. Also aufgepasst auf jeden Fall, wir gehen jetzt direkt rein da. Bevor wir allerdings ins Training gehen, gibt es natürlich wie immer erstmal mein Standard Pre-Workout-Stack mit zwei Fokus-Kapseln, ja, eine Mischung aus Koffein und Theanin, um bestmögliche Performance im Training zu gewährleisten. 10 Gramm vom Kreatin-Monohydrat, Kreatin auch dahingehend, gut, um die Leistungsfähigkeit zu verbessern. Und hier habe ich schon vorgemixt meinen EvoCraft Pump Booster, 25 Gramm davon, für einen optimalen Pump und auch die Versorgung mit Elektrolyten, ja, um dem Schwitzen im Training dahingegen entgegenzuwirken. Mit dem Code KBK spart ihr wie immer 10% bei Evo Sports Fuel. Wenn wir jetzt davon sprechen, ja, die Rückendichte zu maximieren bzw. zu verbessern, ist es so, dass wir quasi zwischen den Schulterblättern die Muskulatur dahingehend treffen wollen. Ja? Zwischen den Schulterblättern sieht man beispielsweise im Bodybuilding sehr oft in der Backliner-Pose. Ja, das bedeutet, wenn die Leute sich umgedreht haben, ja, dahingehend. Und beispielsweise auch in der Back-Double-Bicep-Pose nochmal etwas anders geflext. Und das, was quasi hier diesen kleinen Teil des Rückens ausmacht, ja, nennt man die Traps, also die Trapezmuskulatur, und darunter befinden sich nochmal die Rhomboiden und die machen quasi die Rückendichte aus. Jetzt gehen wir direkt an die erste Übung, und zwar eine Low Row Maschine, mit der wir besonders den oberen Anteil des Trapezes, ja, hier die Traps, aber auch den mittleren Anteil der Traps, die etwas tiefer liegen, und auch die Rhomboiden, ja, im Minor Major trainieren. Die erste Übung, die ich heute für euch habe, ist die sogenannte Low Row Maschine, die Chest Supported Low Row hier von Hammer Strength. Wenn man die Übung ausführt, ja, dann sollte man besonders darauf achten, dass die Bewegungsrichtung von hier leicht vorne unten nach leicht hinten oben ist. Wir wollen hier nicht in den Latt reinrudern, das bedeutet, wir versuchen die Bewegung mit den Schulterblättern auszuführen, ja, nach hinten oben, ja, und nicht nach hinten unten in den Latt rein. Ganz, ganz wichtiger Tipp, wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Hier bei der Bewegungsrichtung habt ihr verschiedene Möglichkeiten, insbesondere auch bei den Beinen. Ihr könnt euch hier vorne festigen, ihr könnt euch aber auch hier hinten festigen, je nachdem, was euch dahingehend besser taugt und wo ihr eine bessere Stabilität habt. Manche kommen auch hier mit den Füßen da hinten ziemlich gut klar. Wenn ihr die Bewegung ausführt, versucht die Ellbogen auf jeden Fall leicht nach außen abzuspreizen und die Bewegung besonders mit den Schulterblättern zu initiieren. Das bedeutet, ihr müsst nicht hier vorne die Arme nach hinten rudern, sondern es geht darum, ja, über die Schulterblätter nach hinten oben zu ziehen, um die Traps dahingehend maximal zu kontrahieren. Da natürlich viele von euch keine Hammer Strength Maschine in ihrem Gym haben, was ja auch vollkommen okay ist, gibt es natürlich auch noch eine Alternativübung, die du in jedem Gym ausführen kannst, und die zeige ich euch jetzt. Wir sprechen hierbei von der sogenannten Dumbbell Retraction. Alles, was wir dazu brauchen, sind Kurzhanteln und eine, ja, Bank, eine verstellbare Bank, und die sollte eigentlich jeder im Gym haben. Auch bei dieser Übung achten wir darauf, dass die Ellbogen, ja, nicht der ausschlaggebende Faktor hier in der Bewegung sind, sondern wir arbeiten hier primär über die Schulterblätter, indem wir die Schulterblätter nach hinten. Take Nummer 2. Ihr achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr die Bewegung maßgeblich mit den Schulterblättern ausführt und dahingehend eine sehr, sehr stabile Arbeit über die Verkürzung der Traps und maximale Dehnung der Traps habt. Ja? Das Ganze kann ungefähr so aussehen. Ihr könnt allerdings auch eine gesamtheitliche Übung draus machen und dann natürlich hier oben hinten reinrudern. Sind beides auf jeden Fall Varianten, die in Ordnung sind, je nachdem, ob man die Traps isoliert haben will oder dahingehend ein bisschen mehr Latissimus und hintere Schulter mit in die Bewegung integrieren will. Glastür. Kritisch. Von den Übungen zu zeigen, ne? Bin ich schon richtig fertig. Ich brauche erstmal ein Intra-Workout, um meine Performance natürlich weiterhin zu gewährleisten. Oh, was haben wir denn da? Ein Clearway Evonate. Optimal für eine bestmögliche Versorgung mit Aminosäuren während des Trainings, um dem Muskelabbau entgegenzuwirken. Und die Geheimwaffe, keine Werbung, aber so ein paar saure Glühwürmchen. Das ist es. Okay, weiter geht's mit der zweiten Übung. Wir sind jetzt hier vor der Chest Supported High Row Maschine. Die Chest Supported High Row eignet sich besonders gut, um dahingehend die mittleren Trapezfasern oder mittleren Anteil der Trapezmuskulatur sowie auch den unteren Anteil, besonders den unteren Anteil der Trapezmuskulatur zu trainieren. Im Gegensatz zum Training der oberen Trapezmuskulatur, die besonders über die Elevation, aber auch die Adduktion der Schulterblätter funktioniert, haben wir hier bei dem unteren Anteil eher so die Depression, aber auch die Adduktion. Ja? Das bedeutet,
Wir müssen hier bei der Übung wieder darauf achten, dass wir nicht unbedingt nur das Schultergelenk involvieren und das Ellbogengelenk involvieren, sondern eben auch die Schulterblätter dahingehend zusammenziehen. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt. Bei der High-Row-Maschine platzieren wir erstmal den Sitz so, dass wir die Schulterblätter in die perfekte Ausgangsposition bringen können. Sprich, die müssen hier vorne nach vorne oben ausgelockt sein. Ja? Und die Bewegungsrichtung ist von vorne oben nach hinten unten. Was dabei extrem hilfreich sein kann, ist, wenn man sich in der exzentrischen Bewegungsphase, das bedeutet die negative, etwas einrundet von der Brustwirbelsäule und dahingehend aus dieser Position heraus ja, die Brustwirbelsäule in der konzentrischen Bewegungsphase leicht aufrichtet und dahingehend die Bewegung noch etwas tiefer in den unteren Teil des Trapezes bringen kann. Das Problem ist bei vielen Leuten, dass sie den Trapez unten nicht wirklich spüren. Ist auch wirklich tatsächlich eine der Muskelgruppen, die am schwersten zu spüren sind im Training. Dementsprechend versucht hier gezielt, die Schulterblätter nach hinten unten zu ziehen und zusätzlich etwas nach hinten unten reinzudrücken. Flüssig sieht das Ganze dann so aus. Ja. Fokus liegt auf jeden Fall auch hier auf der Arbeit der Schulterblätter. Und jetzt gehen wir weiter an eine Alternativübung und zwar am Latzug. Den sogenannten Upper Back Pulldown. Gut, eine passende Alternativübung zu der High Row wäre hier am Latzug, sollte auch eigentlich jeder von euch zur Verfügung haben, der sogenannte Upper Back Pulldown. Upper Back Pulldown am besten hier mit einer normalen Latzugstange ausführen. Grundlegender Unterschied zum normalen Lat Pulldown beim Upper Back Pulldown, dass ihr eine etwas stärkere Rücklage habt. Ihr könnt auch dahingehend etwas mit Momentum, mit Schwung arbeiten und vor allem halt eben hier die Arbeit ja auch genauso wie bei den anderen gezeigten Übungen mit den Schulterblättern ausführt. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt einmal hier. Und zwar, ihr geht unter ja, die Stange, lehnt euch leicht nach hinten unten zurück und versucht die Bewegung primär eben mit den Schulterblättern auszuführen und führt die Ellbogen nicht vor den Körper, sondern zurück. Ja, das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Auch hier eine sehr gute Alternativübung, wie gesagt, um die untere Trapezmuskulatur, aber auch die gesamte Rückseite zu trainieren. Jetzt geht's ab an die letzte horizontale Ruderbewegung, an der Chest Supported Horizontal Row. Wie ich die ausführe und welche Alternativübungen es dort gibt, zeige ich euch jetzt. Gut, letzte Übung der drei Ruderbewegungen. Und zwar haben wir hier eine Chest Supported Horizontal Row, also brustgestütztes Rudern an der Maschine. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, das Ganze auszuführen. Im Optimalfall, wenn es um die Trapezmuskulatur geht, sollte man mit einem abgespreizten Oberarm, also mit einer Abduktion von ca. 60 bis 70 Grad arbeiten. Das wäre ungefähr in dieser Ebene. Und dann sieht man schon relativ gut, ja, hier diese Griffe eignen sich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so gut dafür. Einigen Personen könnten hier die Griffe dahingehend ganz gut sein. Ja. Beispielsweise, wenn ich hier den Sitz so weit nach unten stelle für mich. Oder ich führe das Ganze im Stehen aus und greife an den Griffen hier oben und komme damit auch ungefähr in die Position, die ich haben möchte. Hier bei der Übung auf jeden Fall auch das Ganze so auszuführen, dass die Schulterblätter möglichst gut in die Adduktion gebracht werden. Das bedeutet, zur Körpermitte hinarbeiten und dass man sich auch wirklich darauf konzentriert, die Schulterblattbewegung wieder zu fokussieren. Auch hier kann ein Aufrichten der Brustwirbelsäule in der konzentrischen Bewegungsphase und ein leichtes Einrunden ja, der Brustwirbelsäule in der exzentrischen Phase Sinn machen, um dahingehend ja, die maximale gedehnte Position und auch die maximale Verkürzung der Traps rauszuholen. Ja. Soweit an der Maschine, aber hier geht es ja um die Alternativübung und die zeige ich euch jetzt. Und zwar eine Seated Horizontal Cable Row sollte normalerweise jeder auch im Studio ausführen können. Wir nehmen hier wieder die Latzugstange, bringen uns leicht nach hinten und aus dieser Position können wir jetzt den Oberkörper etwas nach vorne neigen. Brustwirbelsäule wieder leicht einrunden in der exzentrischen Bewegungsphase, in der negativen und der konzentrischen wieder leicht aufrichten. Wie man hier auch relativ gut sehen kann, ist es so, dass der Schulterwinkel tatsächlich dahingehend auch sehr gut zu imitieren ist, beziehungsweise den kann man hier bei der Übung auch genauso einstellen, wie man ihn letztlich braucht. Und man hat hier bei der Bewegung auch die Trapezmuskulatur wieder sehr, sehr gut mit drin. Man kann, je nachdem, wie stark man seinen Körper nach vorne neigt, wie stark man nach oben hinten zieht oder hinten unten zieht, auch dahingehend den oberen Trapez, den mittleren Trapez oder auch die unteren Trapezmuskelfasernanteile dahingehend besser in die Bewegung involvieren. Und dementsprechend auch das eine sehr, sehr gute Übung. Und jetzt haben wir drei Übungen hier gemacht. Ne? Jetzt bin ich auch richtig erschöpft. Ja, mein Stresslevel ist extrem hoch. Cortisol spielt gerade eine richtig große Rolle. Und dementsprechend müssen wir dafür sorgen, dass Cortisol
runtergeht. Und dafür habe ich das No Stress mit Ashwagandha, Panax Ginseng und Ginkgo Biloba. Und dadurch schaffen wir es, das Cortisol-Level zu drücken nach dem Training, dadurch langfristig den Testosteron leicht anzuheben, ja, und dadurch mehr Muskulatur aufzubauen. Ist ja ein No-Brainer, dass man nach dem Training jetzt mindestens 2 oder 3 Ashwagandha-Kapseln nimmt, um dahingehend einfach mehr Muskeln aufzubauen. Kleiner Tipp am Rande, mit dem Code KBK sparst du natürlich 10%. Ja. No Stress, extrem geiles Produkt, kein Spaß. Dementsprechend, ja, wenn euch das Video gefallen hat, meine Freunde, würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr mal bei mir in dem The Age of Iron Shop vorbeischaut. Mit dem Code KBK spart ihr auch dort 10%. Könnt euch dahingehend natürlich auch das ein oder andere wunderbare Shirt, Shaker, Tasse oder was auch immer sichern. Und ansonsten dürft ihr natürlich gerne das Video liken. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out.